Die nächste Gruppe baut hinter mir schon auf oder ist fast fertig, heißt Simple Ways to Umweltschutz. Ich persönlich finde das gut, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man alleine dadurch, dass man zockt, dass man ein Spiel spielt, was für den Umweltschutz tut, also Gamification, umweltfreundliche Handlungen. Das ist eine Riesengruppe mit Mara, mit Maya, mit Elias, mit Xavi, mit Carsten, Frieda, Ian, Moritz, Mietja und Hanna. Ihr seid soweit? Bühne frei, großen Applaus nochmal. Ja, hallo. Wie gesagt, wir sind von Simple Ways to Umweltschutz. Wir haben uns überlegt, dass wir ein barrierefreies, Dumb Ways to Die inspiriertes Spiel machen wollen. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja schon so schön gut genug, aber nein, wir wollten noch auf Klimaaktivismus hinweisen. Wichtiges Thema, haben wir am Ende noch gemacht. Das war eben die Idee dahinter und jetzt erzählt euch Xavi noch was über das Level Design. Sorry. Wir haben zwei verschiedene Spiele. Einmal eins, wo man Zigarettenstummel aufsammeln muss und einmal eins, wo man Plastiktüten aufsammelt. Ich erkläre euch jetzt erstmal das Zigarettenstummelspiel. Und zwar, da wird ein Zigarettenstummel auf den Boden geworfen und dann muss man den so schnell möglichst aufsammeln und das kann zufällig entweder vorne, hinten, rechts oder links und dann muss man auf die Pfeiltasten oder in die Richtung swipen. Jetzt ist Frieda mit dem barrierefreien Teil dran. Also ein barrierefreies Spiel zum Thema Umweltschutz, das ist natürlich, das deckt viele Bereiche ab und ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Mehr auf dem Handy als mehr auf dem Smartphone als auf dem Computer ist dieses Spiel barrierefrei. Durch die Introduktion, die übrigens ich eingesprochen habe, werden die Navigationsfeatures des Spiels und auch die Sounds erklärt, dass die Introduktionsszene wird am Anfang des Spiels automatisch abgespielt. Und die Barrierefreiheit wird übrigens also durch Stereo-Sounds gehalten. Also das vorne ist dann, also wenn etwas vor einem ist, ist das ein lauterer Sound. Wenn man das mit Kopfhörern spielt, in der Mitte. Wenn es hinter einem ist, dann ist es ein leiserer und gedämpfterer Sound in der Mitte auch. Und wenn es rechts oder links ist, ist ja klar, ist es rechts oder links. Und jetzt ist noch du dran mit Design und Artwork. Genau, also ich habe mit Milena zusammen die Designs gemacht. Also man sieht jetzt hier auch sehr schön die Hintergründe, die wir als erstes gedacht haben. Das mittlere Bild ist halt einmal für das Zigarettenaufheben, wegen vorne, hinten, links und rechts. Die Links- und Rechts-Design, okay, es ist gerade was anderes angezeigt worden, aber okay. Auf jeden Fall, da waren halt links und rechts die Designs für die jeweiligen Plastiktüten, die man entweder einmal ausweichen muss als Schildkröte und bei dem anderen Spiel muss man sie als Mensch halt einmal dran vorbeilaufen und sie mit aufheben. Hier sieht man auch noch mal einmal unseren Raucher, den wir dort gezeichnet haben, also beziehungsweise den Milena gezeichnet hatte und rechts der Spieler, der erstmal unglücklich ist und danach glücklicher wird. Jetzt haben wir noch natürlich Wünsche für die Zukunft, wie wir uns so gewünscht haben. Wir könnten uns natürlich auch bei anderen Events nochmal treffen. Alle von uns fanden das, glaube ich, ziemlich schön und wir würden das gerne so weiterführen. Wir lernen natürlich immer dazu und ich zumindest werde mir nochmal Godot, die Engine, mit der wir das gemacht haben, anschauen, damit wir das in Zukunft noch besser machen können. Außerdem haben wir einen GitHub unter dem Jugendhack GitHub geöffnet, wo ihr den Quellcode haben könnt. Da haben wir auch eine so semi-funktionierende Version des Spiels. Und hier seht ihr dann nochmal die Integration im Spiel. Das sind Screenshots aus dem Spiel. Da sieht man eben, dass die Tüten random von unterschiedlichen Positionen oben runterkommen. Muss man da vorbei. Genau. Das war's dann auch. Kommt gerne zu mir vor, denn ich bleib mal vielleicht.
Erzählt mir doch mal, jetzt ist es, genau, kommt ruhig vor, ihr seht, seid alle im Licht, wunderbar, dann sieht man euch gut. Jetzt spielt man das Spiel und wie animiert ihr dadurch die Leute, wie habt ihr euch das gedacht, tatsächlich sich umweltbewusster zu verhalten am Ende? Also es gibt eben am Ende so semi-sarkastische Nachrichten, die einen dann, entweder sagen, man ist nicht gut genug oder die sagen einem dann, dass es ja schön und gut ist, ein Spiel zu spielen und da gut zu sein, aber man könnte das auch im echten Leben machen. Wir haben dann da Links dazu hinzugefügt, wo man sich dann beteiligen kann. Und ihr seid eine große Gruppe, wie habt ihr euch die Arbeit überhaupt aufgeteilt? Ja, also wir haben jetzt erstmal eine große Programmiergruppe gemacht, damit die erstmal sich untereinander austauschen können, wie sie das am besten aufteilen, weil es ja schon die Minispiele erstmal unter sich aufgeteilt wurden. Dann hatten wir einmal zwei Leute für Design halt und hatten wir einmal halt noch für die Sounds noch einmal zwei Personen und damit hat es eigentlich super geklappt, weil wir halt auch immer noch zusätzlich Ian hatten, der halt alles gemanagt hat und damit funktioniert eigentlich alles. Ich habe, glaube ich, nicht mitbekommen, vielleicht war ich unaufmerksam, welche Programmiersprachen habt ihr benutzt? Genau, wir haben die tolle Open-Source-Game-Engine Godot verwendet mit der eigenen Programmiersprache GDScript. Kann ich nur noch mal hier ein bisschen Werbung machen. Für 2D-Spiele ist die super. Super. Ich danke euch, vielen Dank. Ich hoffe, dass das Spiel sich noch zu Ende richtig entwickelt. Ich wünsche euch viel Erfolg und Gesundheit.